Hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ein Unboxing-Video über die Origins, denn sie ist angekommen. Vor einiger Zeit schon, vor einigen Tagen, Lady Slither. Und die packen wir aus. Nach dem Intro. Viel Spaß. Und da ist das Motodad-Intro auch schon wieder vorbei und ich darf dich recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Unboxing-Video. Ja, Lady Slither ist angekommen. Sie hat super lange gedauert, bis sie da war oder bis sie da waren. Es sind ja zwei Stück an der Zahl und ja, hier sind sie. Ich werde auch beide aufmachen, da ich natürlich schauen möchte, welche der Figuren eingepackt bleiben darf und welche ich auspacke für meine beiden Töchter. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns als allererstes mal einen Karton außen an, einen Shipper an und dann werden wir beide aufmachen und dann werde ich schauen, welche ich behalte. Und dann werden wir die Lady Slither auspacken. Los geht's! Ja, so, wo ist denn der Anfang? Ist eigentlich wurscht. Hier ist der Shipper. Die neue Art der Shipper, ja, kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Es ist, wie es ist. Let's create what's next, steht da drauf mit diesen Symbolen. Made in Vietnam, contains one piece. Mit der Nummer HPL 12-0912, Barcode und Barcode am Start. Auf dieser Seite haben wir das Mattel Creations Logo. Auf der anderen Seite haben wir so rum auch das Mattel Creations Logo. Das Ganze sieht auf der anderen Seite dann so aus. Da steht im Prinzip das Gleiche und dann ist noch dieses Logo hier mit dabei. Oben haben wir Q Dramatic Box Opening Music. Das machen wir heute nicht mehr. Und dann haben wir hier noch Verbraucherhinweise. Natürlich sieht die andere Box genau identisch aus. Ja, und ich würde mal sagen, hier ist der gute Schweizer. Ich mache das Ganze auf. Will nicht so tief reinschneiden. So schaut das Ganze aus. Die erste Box. Und hier geht es gleich weiter. Die zweite Box. So, jetzt haben wir beide Boxen hier. Da sind beide. Wir werden uns jetzt erstmal außen eine Box anschauen und die ist schon sehr gelungen. Ob man das so gebraucht hätte, boah, da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Box an. Ja, hier haben wir, das ist wirklich toll gemacht, im Hintergrund ein Schlangenmuster und dann sehen wir hier das auch quasi hervorgehoben finden wir dieses Medusa-Symbol. Und oh, das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ja, das sieht wirklich toll aus, sehr hochwertig. Hier unten steht Lady Slither. Auf der einen Seitenlasche haben wir das Schlangensymbol und hier unten das Mattel Creations Logo. Gleiches gilt für die andere Seite. Und auf der Rückseite haben wir eine Schlange, die ist nicht hervorgehoben, aber mit Glanzdruck oder Glanzlack versehen. Wer die Bio lesen möchte, macht bitte ganz kurz auf Pause. Ja, hier ist die Schlange nochmal, hier seht ihr es, die ist in einem glänzenden Lack, wie wir das von den Origins kennen. Und der Rest ist halt einfach matt. Auf dem Boden haben wir hier nochmal von der eigentlichen Produktverpackung
die Verpackungshinweise. Das ist ein sogenanntes Slipcover. So, ein bisschen falsch drauf gewesen, so rum. Hier ist nochmal ein solcher Schutz mit dabei. Und hier sehen wir die Lady Slither, wie sie hier drin steht. Auch das schauen wir uns natürlich in Gänze an. So, hier haben wir das Artwork und auch hier haben wir ein glänzendes Masters-Logo und hier dieses Of the Universe, das kommt hier auch so ein bisschen raus. Ja, hier sehen wir Lady Slither in ihrer ja, Schlangendarstellung, also kompletten Schlangenunterkörper. Im Hintergrund haben wir Snake Lair, das wir ja auch als Playset bekommen werden, so denn das Crowdfunding auch vollständig abgeschlossen wird. Und dann haben wir Fangor mit dabei, beziehungsweise wir haben hier noch andere Schlangenmenschen. Hier unten geht das Artwork natürlich weiter. Also Lady Slither sieht hier übrigens großartig aus. Und das Artwork geht natürlich auch hier über die Seiten drüber. Evil Slithering Viper, habe ich ganz vergessen zu sagen. Und hier haben wir auch noch eine Kreatur, sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite haben wir keine Kreatur, sondern nur das Wurzelwerk, was sehr stark an das Wurzelwerk an oder bei der Snake Mountain erinnert. Hier sehen wir das, was ich euch eben schon mal gezeigt habe, als das Slipcover drüber war. Und dann ist hier Lady Slither drin. Die schauen wir uns natürlich gleich an. Aber jetzt kommen wir auch zur Rückseite. Auch das ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Und hier sehen wir auch wieder diese glänzenden Stellen ja, von den Kreaturen, von den Figuren. Und der Rest ist matt. Aber wir schauen es uns mal in Gänze an. Hier haben wir das Masters of the Universe Logo. Und dann droht hier Lady Slither mit ihrem menschlichen Unterkörper, also mit den Beinen auf ihrem Thron. Ja, es wird wahrscheinlich in Snake Lair sein, gehe ich mal davon aus. Ja, wunderschön gemacht, ganz, ganz großartig gezeichnet. Ja, das ist zumindest mal die eine Box. Jetzt müssen wir aber die andere Box noch aufmachen, denn ich will ja mal schauen, ob dort vielleicht eine bessere Figur drin ist. Das ist auch so falsch rum drin. Spannend, warum man das so gemacht hat. So, der war natürlich auch mit dabei. So, und hier ist die andere Lady Slither. Jetzt schaue ich mal. Ah ja, ich weiß schon, welche ich auspacke. Ja, also tatsächlich werde ich die hier auspacken und die steht hier gerade drin. Das heißt, wir behalten die oder der Papa behält die. Und diese Lady Slither, weil die so ein bisschen schräg drin steht, was irgendwie auch cool ist. Ich schaue nochmal. Nee, ich behalte die. Die werde ich jetzt hier aus der Box herausholen, weil irgendwie hat das was. Aber ich mache das jetzt einfach auf. Man muss da ja auch nicht so ewig lange überlegen. So. Genau. Jetzt muss ich gucken, wo die Flaps drin sind. Die Flaps sind wieder hier. Ich zeige euch das nochmal. Wie ich das dann hier so raushebe, einmal, zweimal und dann macht ihr da einfach nichts kaputt, ne? Weil manchmal sind die so ein bisschen verhakt. Oh, sehr schön, ihr macht das hier auf und dann seht ihr hier eine kleine Anleitung, was ihr mit der Lady Slither machen könnt. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht hier. Ich gehe mal davon aus, dass dann dadurch auch kein ja, Beilagezettel quasi mit am Start ist. So. Hier ist die Lady Slither drin. Die schauen wir uns aber gleich an. Und hier im Hintergrund seht ihr den Minicomic. Der ist da reingeklebt. Ein bisschen problematisch, weil jetzt nicht tragisch. Ihr reißt da tatsächlich was ab, weil es halt sehr schwierig ist, das Ding dann wegzumachen. Man könnte es natürlich auch anders wegmachen. Ich habe es jetzt so gemacht. Und er fällt natürlich wieder hier unten heraus. Und ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes den Minicomic an. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich weiß also nicht, was da auf mich zukommt. Der Minicomic heißt Sword of the Serpent. So, hier ist der Minicomic. Wir sehen King Hiss im Vordergrund und Lady Slither im Hintergrund. Ja, hier sehen wir die Geschichte
Macht euch gerne Pause, wenn ihr das lesen wollt. Und Lady Slither enthauptet hier King Hiss. Ja, eine gewisse Brutalität hier mit am Start. Dann haben wir hier den Weltenverschlinger als Schlange. Sehr, sehr spannend. Und das war's. Ja, so ist es halt. Ne? Gut, dann haben wir hier die Lady Slither drin. Ich schaue mal kurz, ob sie Bändchen hat. So wie ich das sehe, hat sie keine Bändchen. Wir schauen noch mal, wie sie drin steht. Toll. Dann holen wir das Zeug mal raus. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Sehr spannend. Okay, das ist in mir auseinandergefallen. Das heißt, der Kopf ist drin geblieben. Der Mantel oder der Umhang auch. Den nehme ich jetzt einfach mal hinten raus. Sehr schön, dass keine Bändchen drin sind. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt baue ich die wieder zusammen, die gute. Und dann schauen wir uns natürlich als allererstes mal wieder die Zubehörteile an. Als Zubehörteil hat sie mit dabei einen Schlangendolch. Ich nenne es mal so. Das ist in einem, ja, was für eine Farbe, Orange, Ton gehalten. Sehr schön hier hinten mit dieser Spitze, auch hier die, ja, es ist ja kein Parier, ne? Es ist ja auch ein Dolch und diese gewellte Klinge, das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön. Dann hat sie den Teela-Stab dabei, den wir von Teela schon kennen, auch in einem Orange. Das ist jetzt nicht neu, aber sieht immer wieder gut aus. Ich liebe den Schlangenstab. Sie hat zudem ihren, ja, ihren Connector-Gürtel, ich nenne es jetzt einfach mal so, dabei. Das ist das Teil, wenn ihr den Schlangenmodus quasi einsetzen wollt, dann wird dieses Teil benutzt, um den Oberkörper mit dem Unterkörper zu verbinden. Der hat hier diesen Pack und hier unten hat er ein Loch. Mit dabei ist zudem dann der besagte Schlangenkörper. Einmal so und ihr seht hier schon die drei Gelenke, die mit dabei sind. Aber wir schauen uns das erstmal hier im Detail an. Das ist also wirklich sehr schön von der Modellierung her. Auch hier unten ist alles schön modelliert, finde ich. Kann man das drehen? Nein, das ist also im Prinzip fest. Man sieht aber hier einen Cut drin. Das wurde also später angesetzt. Aber diese Gelenkpunkte hier, die sind hier zu drehen. Das kann man machen. Man kann es ganz leicht kippen. So. So, ja. Und das Gleiche gilt hier auch nochmal. Da kann man auch nochmal kippen. Ich frage mich, warum man es nur so stark nach hinten kippen kann und halt nicht mehr nach vorne. Und hier unten kann man auch nochmal drehen. Kippen ist da schwierig, ja. Ich denke, wenn ihr das halt hier so dreht, dann habt ihr halt sowas hier, ne? Ob das jetzt so besonders schön aussieht, ich denke, meistens wird sie dann in einer solchen Positionen da zu sehen sein, damit das halt natürlich auch irgendwie zusammenpasst, ne, vom Körper. Aber das ist ein sehr schönes Teil und wir haben ja auch schon gesehen, dass es in Zukunft recycelt wird, was ja total naheliegend ist. Das heißt, wenn wir dieses Unterteil nutzen wollen, muss das hier oben drauf. So, und dann kommt später, das noch in die Mitte machen. Und dann kommt später natürlich der Oberkörper drauf. Apropos Oberkörper, den schauen wir uns natürlich jetzt auch an, und zwar die Lady Slither als, ja, mit ihrem, ich nenne es mal menschlichen Unterkörper. Ich mache sie nur ein bisschen schick, dass sie einigermaßen gut dasteht. So, hier ist die Figur. Ich weiß gar nicht, hat sie Zähnchen? Nee, das finde ich ein bisschen schade, weil hier, ja, nee, hat sie nicht. Also hier hat sie den Mund auf und hier hat man so kleine Fangzähne. Ich dachte, sie sind ein bisschen größer. Wäre natürlich cool gewesen, wie bei der Snake Teela, wenn wir hier auch Zähnchen gehabt hätten. Aber so sieht der Kopf auch. Dieses
angedeutete Gold hier an ihrem, ja, was ist das, ein Diadem, das passt für mich soweit. Das ist kein richtiges Gold. Das passt für mich soweit. Wäre cool gewesen, wenn das auch so in dieser Farbe gewesen wäre. Aber man sieht auch sehr deutlich, dass das hier wirklich bemalt ist. Ne? Man sieht das. Man sieht also die Farbdicke auf der Figur. Das sieht sehr gut aus. Auch das Gesicht finde ich wirklich richtig gut gelungen. Die Haare hier hinten finde ich auch sehr, sehr schön gesculptet. Ja, von oben herab, wie sie fallen und so weiter und so fort. Wie sie hier nochmal nach vorne gehen, diese Strähnen. Das gefällt mir außerordentlich gut. Das Bustier mit den Schlangenzähnen hier finde ich auch großartig. Und hier, wir sehen, das Snake-Logo ist hier auch am Start. Das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, es sind die ganz normalen Teela-Arme, die wir hier haben, die aber leicht verdreht waren gerade bei mir. Ich muss sie mal kurz richtig drehen. So, jetzt passt es auch. So, hier haben wir die ganz normalen Teela-Arme. Ja, sehr schön bemalt, sehr aufwendig bemalt. Das gefällt mir. Wir haben hier eine Hose, eine wie eine Männerhose vom Gürtel her, ne? Also so ein klassischer Masters-Männergürtel und eine Fellhose. Hier hinten übrigens auch sehr schön bemalt. Schaut euch das mal an. Also das Bustier ist großartig. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die grüne Haut finde ich auch sehr angenehm anzuschauen. Und hier haben wir dann die Stiefel mit einem sehr schön cremefarbenen Fellbesatz. Das gefällt mir auch. Ja, ihr habt es eben schon mal gesehen. Sie hat einen Mantel an, einen Umhang, der aus einem sehr weichen Kunststoff ist. Und auch hier, das finde ich sehr angenehm, wie dieser Mantel hier optisch auch dargestellt wurde mit den Falten, aber sehr unterschiedlich auch, also sehr organisch. Der Mantel an sich, der ist hier oben eingehangen. Wir haben hier noch die Schulterklappen dabei und den kann man eigentlich auch hier einfach wegmachen. Und dann sieht man hier nochmal, wie schön diese Figur und das Painting hier wirklich gemacht worden ist. Moment. Ich mache mal so den Kopf nochmal drauf. Der Kopf hat so den Anschein, wie wenn er nicht richtig einploppt. Ja, ein bisschen schade. Das mindert so ein bisschen das Qualitätsgefühl, was aber die Figur nicht qualitativ schlechter macht. Schauen wir mal, ob wir uns die auch so anschauen können. Guckt mal. Also das sieht schon wirklich toll aus. Und ich finde den Farbauftrag hier wirklich mehr als gelungen. Ich finde das eine wirklich sehr, sehr schöne Figur und ich finde, ich bin total begeistert hier von dieser Rückenansicht, auch natürlich von dieser Vorderansicht. Hier die Bemalung auf den Armreifen. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das gefällt mir. Sie hat natürlich logischerweise die neuen Knie. Ja, das funktioniert auch alles. Ja, wunderbar. Das ist toll. So, machen wir ihr den Umhang mal wieder dran. Oder wir machen den Umhang mal weg. Wir lassen den mal weg, weil ich möchte jetzt das hier nachstellen, weil hier hat sie auch keinen Umhang. Ja? Ich habe ja eben schon mal dieses Connector-Stück hier drauf gemacht. Und jetzt machen wir ihr einfach mal den Oberkörper hier weg. Das geht super einfach. Hier haben wir den normalen Connector. Hier haben wir dann das Loch. Und jetzt stecken wir oder verbinden wir das hier einfach. Oh, das geht super gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt kriegt sie noch in die eine Hand den Stab. Und ich gebe ihr jetzt einfach mal, weil sie den Finger nicht so zeigen kann, gebe ich ihr mal in die andere Hand einfach diesen Dolch. Ja, und ich finde das toll. Ich finde, die sieht wirklich, wirklich schön aus. Die steht auch, die bleibt auch stehen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier auf meiner Hand hinkriege. Toll. Ja, hops. Ja, ich habe natürlich keine gerade Hand. Von dem Bewegungsapparat her würde das tatsächlich sehr stark nach hinten gehen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil dann würde sie, nee, sie würde nicht kippen, sie steht sogar sehr stabil. Also das, ja, aber man kann das auch so ein bisschen nach rechts und links biegen. Das sieht alles toll aus. Ich denke aber, die meisten, die sie Lady Slither dann so aufstellen, die werden sie halt relativ gerade aufstellen. Ja, weil man immer natürlich so ein bisschen gucken muss, auch dass es hier, finde ich persönlich, aber dass diese Bauchfarbe hier, ne, dieser Unterbauch, dass es einfach passt. Ja, wir gucken mal, wie das Ganze aussieht, wenn sie jetzt, ne, das ist,
wenn sie jetzt noch ihren Mantel, ihren Umhang anhätte. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht klappt, aber das geht hier umso cooler rein. Ja, mit Mantel würde das dann, mit Umhang würde das dann so aussehen. Sieht auch gut aus, finde ich. Ja, man muss halt nur gucken, wie man es haben möchte. So, aber ich finde, das ist eine wirklich sehr gelungene Figur. Ob ich sie gebraucht hätte, das weiß ich nicht. Sie wird ja schon seit den Classics-Zeiten gewünscht. Ich hätte natürlich auf die Figur sehr, sehr gut verzichten können. Es gibt nichts, was ich an dieser Figur auszusetzen habe. Klar, die Farbe hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber es passt. Also ich finde es nicht tragisch. Nochmal, es wäre halt nur schön gewesen. Ich finde es nicht tragisch. Dafür haben wir hier einfach einen fantastisch guten Paint-Shop. Ich hätte sie nicht vermisst, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie jetzt haben. Und ich, was ich nicht gebraucht hätte, wäre das. Das ist für mich unnötig und hat die Figur einfach, keine Ahnung, 5, 6, 7 Euro teurer gemacht. Hätte ich nicht gebraucht. Mir hätte es völlig ausgereicht, wenn wir das so gehabt haben. Denn jeder Mock-Sammler stellt sich das Ding natürlich so auf und wird das hier vielleicht irgendwo hinstellen, weil es einfach extrem cool aussieht. Ja, das muss man dazu sagen. Es wäre noch cool gewesen, wenn sie hier so einen Medusa-Kopf dabei gehabt hätte, ja, weil ansonsten macht das für mich hier oben auch keinen Sinn. Ach so, übrigens, hier oben, das haben wir eben beim Auspacken gesehen, ist auch nochmal das Snake-Man-Logo. Finde ich cool in diesem Gold-Bronze. Ansonsten glaube ich, bei den meisten wird diese Figur hier mit dem Schlangenkörper aufgestellt. Absolut. Und das sieht auch wirklich richtig schön aus. Es ist eine ganz tolle Figur. Und wenn ihr mal hier auf diese Bemalung guckt, die Lady Slither schon haben, schreibt mir mal, ob ihr das auch so empfindet. Das sieht so aus wie die, Achtung, wie die Ü-Eier-Figuren von der Bemalung. Die Ü-Eier-Figuren, die hatten so eine ganz besondere Bemalung, so was ganz Tolles, also auch hochqualitativ. Und so sieht das aus. Na? So sieht das aus, wie die Ü-Eier-Bemalung von der Bemalung her. Ich finde das nicht negativ, sondern sehr positiv, weil mir die Bemalung von Ü-Eier-Figuren schon immer gefallen hat. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ja. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, also auch, also ich bin gespannt, wie ihr diese Figur aufstellt. Ich persönlich finde sie wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Das ist ja nicht meine, das ist die meiner Mädels. Sie sind gerade oben. Und ich habe die Figur jetzt mal alleine ausgepackt. Der Mini-Comic ist auch sehr spannend, obwohl ich ihn jetzt noch nicht gelesen habe. Aber ich persönlich finde, dass wir hier, dass wir hier wirklich etwas sehr, sehr, sehr Schönes von Mattel bekommen haben. Und guck mal, ich muss gar nicht meine Patschefingerchen da drin halten, sondern ich kann das ja tatsächlich einfach so machen. Und ich bin da sehr dankbar über diese Figur, auch wenn ich sie nicht gebraucht hätte, was ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt hätte. Wie steht ihr zu Lady Slither? Kanntet ihr sie überhaupt vorher, wenn ihr neu, also ich sag mal seit 2020 bei Master Summon seid, werdet ihr sie wahrscheinlich nicht kennen. Oder werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wer ist das? Alle die, die schon lange dabei sind, die werden natürlich wissen, wer Lady Slither ist. Und in diesem Sinne frage ich auch gleich, wie steht ihr zu dem Ergebnis der Snake Layer? Ich muss dazu sagen, ich habe meine zweite Stimme auch der Snake Layer gegeben. Ich habe aber eigentlich, also meine andere Stimme habe ich der Fright Zone gegeben. Zum einen finde ich die Snake Layer ziemlich cool. Aber es ist auch wie Lady Slither etwas, wo ich sage, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und ich verstehe auch diese Aussagen von einigen Leuten da draußen nicht. Ja, die Fright Zone, die wird ja eh kommen. Wenn man sich ein bisschen mit Toy- und Toy-Geschichte beschäftigt, dann weiß man, dass Playsets immer ultra schwer zu verkaufen sind. Und nur weil es die Fright Zone in den 80ern gab, heißt das noch lange nicht, dass die eh kommen wird, weil einfach Playsets sehr schwer zu verkaufen sind. Von daher finde ich das Ergebnis sehr schade. Ich akzeptiere es natürlich. Ich freue mich auch und werde auch wahrscheinlich meinen Spaß daran haben. Und wir haben ja auch die passende Königin oder
Eigenheimbesitzerin für die Snake Layer. Ja, eine tolle Figur, ein relativ kurzes Unboxing und ich würde sagen, jetzt zählt eure Meinung. Ich bitte euch, die unten in den Kommentaren zu verfassen. Gebt diesen Daumen ein Video. Nein, gebt diesem Video einen Daumen. Warum mache ich eigentlich immer diesen blöden Fehler? Gebt diesem Video einen Daumen nach oben bitte und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr den Kanal noch unterstützen wollt, dann könnt ihr unten auch Mitglied werden. Und das war's. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Hier ist die extrem coole Lady Slither, die sehr, sehr, sehr schön geworden ist. Also ganz, ganz, ganz großartig. Ich bin total begeistert. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, wie immer und eh und je, bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Motu-Dad, und das ist die wundervolle Lady Slither, die wir heute ausgepackt haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, der nächsten Lesung oder ganz neu der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank übrigens für diese wundervolle Resonanz dabei. Das war's. Gute Reise, bis bald und tschüss.